Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer Sendung hier auf Regio TV Plus. Unser heutiger Gast ist der Barry Windows. Und ich muss gerade an dieser Stelle einhängen, Barry, und das ein bisschen persönlicher machen. Ich habe dich das letzte Mal vor 12 Jahren gesehen, noch in Galileo. Dort hat es einen Flügel gehabt, und ich konnte an meinen Sahnen sitzen. Du hast eine tolle Übung geschmissen. Hey man, what happened since then? Was hast du gemacht in dieser Zeit? Seitdem ist ein Haufen passiert. Also, wenn wir so sagen, nichts Negatives, aber es ist viel passiert. Im Privatleben, im Geschäftsleben, im Musikleben. Es passiert jeden Tag etwas. Und ich bin einer, der immer zugreift, wenn etwas positiv ist, schaue ich immer, dass es weitergeht. Nicht daran vorbeiträumen oder sagen, es kommt noch etwas Besseres, sondern einfach machen. Und jetzt hast du auch aktuell wieder gemacht. Ich habe ja gewusst, ja. Ich meine, das Singen, Musik, das ist nicht nur eine Passion gewesen bei dir. Man hätte jetzt aber nie so wirklich gesehen gehabt, im Rampenlicht, dass das auf der ganz grossen Bühne vertreten. Oder bin ich da falsch? Hast du mal auch in diesen Jahren jetzt einen Ausflug gemacht? Wie ist das für dich? Wie tust du es klassifizieren, wenn man dich loslässt zum Musik machen? Also, es ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe ja damals, also vor, kann ich sagen, ja, ich sage die Zeit nicht. Ich habe ein bisschen ein Problem damit. Vor langen, langen Jahren hatte ich meinen ersten Erfolg im Atlantis in Basel mit der ersten Band, das war eine Soulband. Die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben einen Vertrag gekriegt in Deutschland bei Plattenfirmen, wir haben Fernsehen gemacht, auch in der Schweiz. Hits a go-go. Und die Band hat leider nicht lange gehabt. Wir sind sehr jung und es hat auch so, ja, wie soll ich sagen, ich bin ein und der ist ein, nein, ich bin, du bist nicht da. Nicht, einfach, nicht ja, eine demokratische Band. In dem Alter, und es ist auch ein bisschen die Zeit mit Rocks und Rock'n'Roll, oder? Und ich habe mich dann kurz wieder reorganisiert und habe gesagt, ich will weiterhin Musik machen und singen und Geld verdienen mit diesem Job. Und dann habe ich geschaut, was macht der Hesi Osterwald, was machen Dorados, haben sie geheißen, und viele andere in diesen Tanzclub, also The Dancings. Das heisst, heute wäre das eine Diskothek, aber früher ist das mit Livebands gesehen. Und das hat richtig gut funktioniert. Super Sache, es war immer bummsvoll. Am Montag sind Coiffeure gekommen, weil die haben zugehauen. Und Coiffeuse natürlich. Und so weiter und so fort. Und das wissen die meisten hier in Basel wissen das nicht. Weil ich bin eigentlich nach dem Atlantis irgendwie hier in Basel von der Bildfläche verschwunden. Weil ich bin professionell unterwegs mit meinem neuen Sextett. Und dann warst du jetzt auch noch nach Amerika, oder? Nein, Amerika nie. Aber ganz Europa und Indischen Ozean, Schiff, große Schiff, Fährschiff in Skandinavien unten, Helsinki, Stockholm, Stockholm, Helsinki, Helsinki, Stockholm. Jetzt musst du schnell versuchen, ein bisschen zusammenzukriegen. Also das heisst, du bist wirklich, hast du vorhin Hesi Osterwald auch gesagt, also bist du mit einer ganzen Truppe, mit dem Entertainment Stil rausgegangen. Was sind denn da für Songs gewesen, die du gebracht hast? Weil früher war auch das noch eine wunderschöne Zeit gewesen, oder? Super, die Leute können super begeistern mit Klassiker. Ja. Also, heute würde man sagen, das, was ich nach der Soulzeit gemacht habe, würde man heute sagen, ich habe eine Coverband gemacht. Das heisst, wir haben alle internationalen Hits, covered, so gut wie möglich ans Original angekommen. Dann sind wir die Hirsche gesehen, dann sind wir gut gesehen. Am Anfang habe ich ein bisschen probiert, meine Soul-Geschichte neu reinzubringen, die Augen zugemacht und alles gegeben. Und habe gemerkt, es kommt irgendwie nicht da in den Dancings, oder? Weil die Band, die haben wollen, damals haben die wollen die Musik hören, die in der Hitparade war. Und drauf können tanzen. Das ist eigentlich Zeit gesehen, oder? Hey, aber los jetzt, sorry, gell? Jetzt hast du Hitparaden angesprochen, das Tanzen. Du hast einen Song im Köffel dabei. Ich würde sagen, wir hören hier gerade mal rein. Und jetzt müsst ihr euch mal achten. Ich glaube, der Soul ist wieder zurückgekommen, gemischt mit Hip-Hop, LA Beats, whatever. Take a look. Have a listen. Have a listen. Now there is a soul and love that we all need night and day. It's never too late, never too late to look for more. Das rupft ja unglaublich. Das ist extrem trendig. Mit wem hast du zusammen geschafft? Wie ist jetzt der Soundstand gekommen? Weil ich glaube, noch moderner kann man zurzeit gar nicht sein. Ja, finde ich auch. Es ist einfach ganz einfach. Ich los
allerhand Musik, aber ich höre auch Jazz. Und durch Suchen von Jazz bin ich auf einen gekommen, wo man hier weniger kennt, der heisst Kamasi Washington. Und was der macht, das hat mich unheimlich inspiriert. Der hat Harmonien benutzt, einfache Harmonien und unglaubliche Solis. Super Saxophonist. Und einfach die Basis von diesen Harmonien, die der benutzt hat, habe ich versucht zu finden und habe darauf einen Song komponiert. Und natürlich einen Text auch. Und Texte sind bei mir in der heutigen Zeit ist immer der Wahrheit entsprechend, was in jedem vorgeht. Das ist so das Thema, das ich gerne habe. Wie weit hast du jetzt hier Einfluss genommen? Wir werden das nachher dann nochmal hören, wenn wir den ganzen Song hören. Mir ist gerade aufgefallen, es hat extrem sexy Blöser-Geschichten drin. Ja. Also ja, ist natürlich jetzt naheliegend, wenn du sagst, du hast einen Saxophonist gehabt, der arrangiert hat. Aber inwieweit hast du da jetzt dann auch die Part drin reinbringen und sagen, hey, wäre das nicht noch cool, wenn man dort eine flanschte Gitarre nimmt? Oder so? Ja, also das sind so Sachen, die wachsen. Das heisst, man findet einen Produzent, man sucht und findet einen Produzent, dem es passt. Das heisst, man schaut, was hat er schon gemacht. Und wenn das in deinem Level entspricht, oder deinen Wünschen entspricht, dann tust du Kontakt nehmen und dann machst du mit dem das Projekt, oder? Dann habe ich einfach vorher eine Demo aufgenommen, das habe ich hier in der Schweiz aufgenommen, beim Jopas heisst, also José, Greenwood Studio, ja genau, Greenwood Studio. Dort habe ich das Playback aufgenommen und darauf gesungen von meinem Song. Und dann habe ich das dem Produzenten geschickt und habe ein bisschen geäußert, was ich gerne hätte und was ich nicht gerne habe. Und habe noch bei der Recherche habe ich noch einen gefunden, der gut Schlagzeug spielt und programmieren kann. Oder? Es donnert einfach. Es ist zwar ein Slow, aber es, ja, es hat nein, es ist Druck drauf. Ja, und nach meinem Wunsch hat der donnert sozusagen, der hat in einem anderen Studio eine aufgeboten, eine Schwarze, die die Stimme hinter dran gemacht hat. Und man hat mir immer wieder geschickt, ist gut so. Dann habe ich gesagt, ja, ist tipptopp. Und ich bin eigentlich eher so, dass ich, wenn ich gute Leute finde, dann rede ich nicht viel drin, sondern lasse die Leute kreativ bleiben und nicht unter Druck setzen, weil dann kommt es nicht gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss jetzt in den Song rein. Wie heisst er eigentlich ganz genau und wo findet man denn jetzt da überall? Aha. Also der Song, der sollte jetzt eigentlich in etwa zwei Wochen rauskommen. Also das heisst rauskommen. Man kann ihn downloaden. Oder bei uns jetzt schauen. Oder hier, ja. Oder hier hören schauen. Oder iTunes und Amazon. Und es gibt etwa 40 Plattformen, wo das erscheint. Und der, der möchte oder Lust hat auf die Musik, der kann das dort downloaden. Also das heisst kaufen, oder? Kostet vielleicht 80 Rappen oder einen Stutz. Und Das Lied heisst Where is the soul? And love. There is no und in Klammern, that we're all looking for. Darkness. Viel Vergnügen mit dem Barry Windows. You must be the lucky one. Where is the soul and love that we're looking for? Now where is the soul and love that we all need night and day? It's never too late, never too late to look for more. In this theater of life, with ups and downs, while we're doing the everyday dive. It's not easy to find the right love, and it's the real thing. Cause without love, you're living in darkness, loneliness and emptiness. Motivation is down, way down, and it keeps on shrinking. And in certain cases, let me tell you, we're taking drugs and we start drinking. Without love, there is no real life, just darkness. If you find a soul, you must be the lucky one. Open your heart and let it flow, and open your eyes. Someday you find a one. Oh, what a surprise! There is no real life,
surprise. Living in darkness, loneliness and emptiness. Motivation is down, way down, and it keeps on shrinking. And in certain cases, let me tell you, we're taking drugs and we start drinking. Without love, there is no real life, just darkness.